Ich lese Medikamente im Test, Bluthochdruck mit großem Ratgeberteil von der Stiftung Warentest. Das ist dieses Buch. Und ich bin angekommen im dunkelgrünen Kapitel. Das dunkelgrüne Kapitel heißt Das richtige Medikament finden im Abschnitt Nebenwirkungen minimieren. Es geht um den Beginn einer Therapie. Wenn die Beschwerden anhalten, dann gibt es einen farblich abgesetzten Infokasten mit einer Checkliste, den Blutdruck richtig einstellen. Es gibt einen Hinweis, Frauen und ältere Menschen, der extra abgesetzt ist. Und das Kapitel, oder was heißt das Kapitel? Der Abschnitt ist relativ kurz. So, ich will trotzdem wissen, wie lange das dauert, deshalb stelle ich wieder die Eieruhr auf 30 Minuten. Nebenwirkungen minimieren. Eine gute Wirkung ist nicht zum Nulltarif zu haben. Doch mit richtiger Dosierung und passendem Medikament können die unerwünschten Wirkungen in Grenzen gehalten werden. Vielen Patienten fällt es schwer zu akzeptieren, dass sie nur regelmäßig womöglich dass sie nun regelmäßig womöglich lebenslang Medikamente gegen Bluthochdruck einnehmen müssen. Sie fühlen sich vielleicht zum chronisch Kranken abgestempelt. Viele Menschen möchten nicht jeden Tag Chemie schlucken und haben Angst vor Nebenwirkungen. Die Ängste sind einerseits berechtigt, weil wirksame Medikamente nicht frei sind von unerwünschten Wirkungen. Punkt, macht auch keinen Sinn. Andererseits lässt sich zumindest für die meisten Vertreter der Basismedikamente sagen, viele gute Studien und jahrelange bis jahrzehntelange Erfahrung haben gezeigt, dass sie sowohl wirksam als auch verträglich sind. Böse Überraschungen sind glücklicherweise nur sehr selten zu erwarten. An der Stelle die Orthographie in dem Schinken hier ist eine einzige Unverschämtheit. Über den Inhalt äußere ich mich nicht. So. Beginn einer Therapie. Ich nehme was gefäßerweiternd ist, bevor ich weiterlese. Beginn einer Therapie. Insbesondere zu Beginn der Therapie kann es sein, dass die sich zunächst schlapp und müde fühlen. Oder ihnen ist öfters schwindelig. Das liegt daran, dass ihr Körper sich erst an den niedrigen Blutdruck gewöhnen muss. Ihr Gehirn empfindet den gesenkten Druck erst einmal als zu gering. Schließlich lief der Kreislauf schon seit längerer Zeit, möglicherweise über Jahre, auf, in Anführungsstrichen, Hochtouren. Bis sich der Körper auf die Blutdrucksenkung eingestellt hat, kann es eine Weile dauern. Aus diesen Gründen beginnt Ihr Arzt eventuell auch erst mit einer sehr niedrigen Dosierung, um sie dann langsam über Wochen und Monate zu steigern, bis der Blutdruck das normale Niveau erreicht hat. Wenn die Beschwerden zu stark sind, könnte es sein, dass der Blutdruck etwas zu schnell abgesenkt worden ist. Dann hilft es, mit einer niedrigen Dosis fortzufahren und langsamer einzuschleichen. Es ist also gerade am Anfang wichtig, nicht voreilig den Schluss zu ziehen, dass man das Medikament nicht verträgt. Lassen Sie sich vor allem nicht dazu verleiten, das Medikament eigenmächtig zu reduzieren oder ganz abzusetzen. Das kann gefährlich werden, weil der Blutdruck dann womöglich in die Höhe schießt. Halten Sie immer Rücksprache mit Ihrem Arzt. Wenn Sie ihm verheimlichen, dass Sie sich nicht an die Empfehlung halten, kommt es womöglich zu dem Schluss, dass das Medikament nicht genügend wirkt und
Lassen Sie sich vor allem nicht dazu verleiten, das Medikament eigenmächtig zu reduzieren oder ganz abzusetzen. Das kann gefährlich werden, weil der Blutdruck dann womöglich in die Höhe schießt. Halten Sie immer Rücksprache mit Ihrem Arzt. Wenn Sie ihm verheimlichen, dass Sie sich nicht an die Empfehlung halten, kommt er womöglich zu dem Schluss, dass das Medikament nicht genügend wirkt und erhöht die Dosis. Das würde Ihre Beschwerden verstärken und Sie nehmen das Medikament erst recht nicht ein. So kommen Sie jedenfalls nicht weiter. Eine offene, vertrauensvolle Kommunikation mit der Ärztin, dem Arzt, ist Basis einer jeden Therapie. Geduld ist angesagt. Voraussichtlich wird es Ihnen nach wenigen Wochen wieder so gut gehen wie vorher. Wenn Sie einen sehr hohen Blutdruck hatten, fühlen Sie sich nach einiger Zeit der Medikamenteneinnahme wahrscheinlich sogar belastbarer als vorher, weil Symptome wie Atemnot oder Kopfschmerzen durch die Behandlung weggefallen sind. So. Frauen und ältere Menschen ist hier farblich abgesetzt. Frauen und ältere Menschen reagieren empfindlicher auf Medikamente. Vorsicht bei der Dosierung ist deshalb angesagt, damit sich Nebenwirkungen nicht so stark bemerkbar machen. Jetzt kommt der Abschnitt, wenn die Beschwerden anhalten. Und zum Schluss die Checkliste, den Blutdruck richtig einstellen. Wenn die Beschwerden anhalten, wenn sich die Symptome auch nach einigen Wochen nicht gegeben haben, sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen, denn eine Blutdrucktherapie, die auf Dauer Beschwerden verursacht, ist keine gute Therapie. Schließlich gibt es mehrere Möglichkeiten, um die Probleme zu beheben. Die Dosis kann reduziert werden. Sie können auf ein anderes Medikament umschwenken oder eine Kombination mehrerer Medikamente ausprobieren. Dann verschwinden die Symptome in der Regel. Sehr häufig verursachen ACE-Hämmer zum Beispiel einen unangenehmen Reizhusten, auch nachts. Wenn Sie das als sehr störend empfinden, kann man beispielsweise auf ein Medikament aus der Gruppe der Sartane ausweichen, die einen ähnlichen Wirkmechanismus wie ACE-Hämmer haben. Es kann sein, dass Beta-Blocker Albträume verursachen. Eventuell hilft es schon, wenn der Arzt einen anderen Beta-Blocker verschreibt. Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Müdigkeit, Schwindel, diese Beschwerden kommen bei fast allen Antihypertonika gelegentlich bis häufig vor. Das kann subjektiv sehr störend sein, auch wenn diese Symptome eher als harmlos einzustufen sind. Naja. Müdigkeit, Schwindel, Kopfschmerzen finde ich, wenn man zum Beispiel Auto fährt, überhaupt gar nicht harmlos. So viel zum Inhalt. Nur Sie selber können beurteilen, ob Sie sich damit einrichten können oder nicht. Wie jemand welche Symptome empfindet, ist eine höchst individuelle Angelegenheit. Sie haben alles Recht der Welt zu beschließen, mit diesen Symptomen komme ich auf Dauer nicht klar. Wenn es sich um leichtere Beschwerden handelt, sollten Sie diese immer in Relation zu dem gesundheitlichen Nutzen des Medikaments setzen. Eine Senkung des Blutdrucks schützt Ihre Organe und bewahrt Sie womöglich vor einer lebensgefährlichen Erkrankung. Wenn allerdings deutliche Beschwerden plötzlich auftauchen oder sich verstärken, wenn Sie die Symptome als bedrohlich empfinden, dann suchen Sie sofort einen Arzt auf oder rufen Sie den Notarzt. Telefon 112.
Bei der Wahrnehmung der Beschwerden sollte man auch nicht außer Acht lassen, wenn ein Symptom auftaucht, nachdem ein neues Medikament Bei der Wahrnehmung der Beschwerden sollte man auch eines nicht außer Acht lassen. Wenn ein Symptom auftaucht, nachdem man ein neues Medikament eingenommen hat, ist die Versuchung groß, einen Zusammenhang herzustellen. Es kann sich aber um bloßen Zufall handeln, dass die Kopfschmerzen oder Magen-Darm-Beschwerden ausgerechnet zu dem Zeitpunkt auftreten. Womöglich haben diese Symptome ganz andere Ursachen und hören nach einiger Zeit wieder auf. So, ich schließe mit der Checkliste. Den Blutdruck richtig einstellen. Blutdrucktherapie ist in der Regel eine lebenslange Therapie. Normale Blutdruckwerte sind kein Grund, die Medikamente abzusetzen. Langzeitschäden durch eine dauerhafte Einnahme sind nicht zu erwarten. Im Gegenteil, das Risiko für Schlaganfälle, Herzinfarkte, Herzschwächen, Nierenschäden und andere Folgeerkrankungen wird nachweislich gesenkt. Start low, go slow, mit einer niedrigen Dosis anfangen und langsam steigern, damit sich der Körper an den gesenkten Blutdruck gewöhnen kann. Nicht bei homöopathischen Dosen stehen bleiben. Lieber zwei oder mehr Medikamente in mäßigen Dosen kombinieren, als ein einzelnes Medikament in hoher Dosis einnehmen. Quelle ist die Deutsche Herzstiftung Bluthochdruck, was tun, Seite 36. So. Es geht weiter mit Kinder, Frauen, Ältere. So, und danach kommt noch der Abschnitt einzeln oder in Kombination. So, tschüss.